meine Lieben, mal ehrlich, geht's euch im Winter nicht auch so? Ja, mir geht's jedes Jahr so, dass ich so spröde und kaputte Lippen habe. Und deswegen habe ich mir als Geschenkkleinigkeit für den Adventskalender dieses Mal ausgedacht, so einen selbstgemachten Lippenbalsam. Der fühlt sich ganz soft an. Und ja, ich habe mir hier einfach so eine alte Dose genommen von einer Creme und habe mir die halt ausgewaschen und habe dort meinen selbstgemachten Lippenbalsam reingemacht. Und da ist ein bisschen Vanille mit drin und deswegen schmeckt der auch ein ganz wenig nach Vanille. Ja, und wie das geht, seht ihr gleich. Für unseren leckeren Lippenbalsam brauchen wir 10 Gramm Bienenwachs, 15 Gramm Kokosöl, 10 Gramm Olivenöl, ein bisschen Vanillepaste und später zum Einfüllen ein Tiegel. Also entweder kauft ihr einen oder ihr macht es so wie ich. In meinem Fall habe ich hier einfach einen gebrauchten genommen und habe den dann ausgewaschen. Und ja, benutzt den jetzt für den Lippenbalsam. So, und dann geht es auch direkt gleich an den Thermomix und dort machen wir weiter. Am Thermomix angekommen, betätige ich als erstes meine Waage und wiege mir hier den Wachs ein, und zwar 10 Gramm. Und dabei achte ich jetzt darauf, dass ich zeige es euch einmal kurz hier, dass ich hier schön an den Rand kippe, also nicht hier auf das Messer drauf oder so, weil dann erwischt er die nicht und es schmilzt nicht. Also achtet bitte darauf, dass ihr es schön unten rein macht. Und für alle, die keinen Thermomix haben, kein Problem, ihr könnt das Ganze auch im Wasserbad machen. So, und ich mache jetzt hier einfach einmal meinen Wachs hinein. So, da habe ich 10 Gramm. Und dann kommt das Kokosöl mit hinein. So, das waren 10. Ich brauche aber 15. Also fülle ich das Ganze auf 25 auf. Jawohl. Und nochmal 10 Olivenöl. Und dann fülle ich eben auf 35 auf. So, das hätten wir. Und dann nehme ich mir einen Teelöffel. Und zwar hier die Spitze, also die andere Spitze von dem Löffel, den Stiel sozusagen. Und nehme mir hier einmal so viel, und ja, das wird wahrscheinlich jetzt auf der Waage nicht angezeigt werden. Richtig. So, und versuche mir das so gut wie möglich da unten rein zu machen. Als nächstes setze ich den Deckel drauf mit Messbecher, schließe meine Waage und stelle mir 3 Minuten ein, und dann mache ich das Ganze auf 100 Grad auf Stufe 2 und schmelze mir das einmal ein. Der Thermomix ist fertig und wir können den Deckel runternehmen, und jetzt ist das Ganze hier schön geschmolzen. Und wir schütteln das Ganze, und ihr seht schon hier am Rand, da wird das auch sofort fest, wenn man das, wenn das ein bisschen an die Luft kommt. Und deswegen nehme ich das jetzt auch direkt und fülle das hier in meinen kleinen Tiegel. Das mache ich ruhig bis oben hin voll.
So, und das Ganze wird jetzt nochmal abgekühlt und dann kann man es verwenden. So, und ich habe hier jetzt noch einiges an Rest und den werde ich nehmen und werde den in einen anderen Behälter packen. Und wenn ich es dann irgendwann wieder auffüllen möchte oder ja, ich kann es auch in mehrere Tiegel packen und dann verschenken oder eben, wenn ich es für mich persönlich haben möchte, dann werde ich es nehmen und dieses Glas, in das ich es jetzt fülle, werde ich dann einfach in ein Wasserbad stellen. Dadurch weiche ich mir das Ganze, also mache ich es wieder flüssig und dann kann ich meinen Tiegel wieder auffüllen. Ja, und das war es auch schon. So einfach ist der Lippenbalsam hergestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dieser kleine Tipp. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, so einen schönen Lippenbalsam an eure Freunde zu verschenken. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.